Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Würde mich nicht bewerten, dass wir da nicht durchkommen. Mist. Die Polizei hat die Tür versiegelt und die Tür mit einem Schloss gesichert. Ich komme nicht ins Haus, ohne das Siegel zu brechen. Und das wäre vermutlich keine schlaue Idee. Die Polizei wird es früher oder später entdecken und vielleicht schlussfolgern, ich hätte Beweise vom Tatort entwendet. Und das würde Angelina sicherlich nicht helfen. Wahrscheinlich nicht, aber wir haben hier noch das Gitter, ne? Da kommen wir ja auch rein, da kommen wir direkt durch den Keller. Ja, das könnte mein Zugang zum Haus sein. Durch den Lichtschacht komme ich in den Keller. Zuvor muss ich nur dieses Gitter loswerden. Es sieht sehr schwer aus und ist am Beton festgerostet. Okay, lass mal kurz gucken. Wir haben hier ein Abschleppseil und wir haben hier dieses Metallrohr. Nein, keine Chance. Ich muss irgendwie mehr Kraft aufbauen, um das Gitter anzuheben. Okay, dann auf jeden Fall das Seil. Das Seil ist schon mal eine gute Idee. Ich knote das Seil ums Fenstergitter und ums Kellergitter. Okay. Und nun? Was hat er jetzt vor? Was schon bei den alten Ägyptern funktioniert hat, sollte auch hier funktionieren. Ach so, ja. Jetzt dreht er, natürlich. Jawohl. Mein ganz privater Eingang zu Fullers Reich. Besiegt von einer jahrtausendalten Technik. Schäm dich. Schäm dich. Oh mein Gott, die Puppe hat mich gerade voll erschrocken. Kann man da echt nichts mitmachen mit der Puppe? Ich würde sie nicht einmal geschenkt mitnehmen, selbst wenn sie unbeschädigt wäre. Ach, wie war denn das nochmal mit dem Hintergrund? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott. Ich fasse das Ding nicht mehr an, wenn ich nicht. Das war unheimlich. Soll ich hier eigentlich noch irgendwas suchen? Ich habe kein Interesse an der Kasse. An den Leuchttisch vielleicht? Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Ach so, die finden wir dann bestimmt bei dem Fuller drinne. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Hinterzimmer, genau. Hier ist das ja mit der. Da kommen wir nicht drin. Mit dem Kugelschreiber komme ich da ja nicht rein. Oder? Ich muss noch mal gucken, welche Reiseziele der hatte. Hätte sich Fuller einen dieser schicken. Okay. Okay, Arizona, Hawaii. Ägypten, China, Europa. Arizona, Hawaii, Ägypten, China, Europa. Okay, Arizona. Arizona. Hawaii, Ägypten, China und Europa. Genau, dann haben wir hier schon mal die Tür. Das war's. Die Schellen sind offen. Die Leinwand ist hochgezogen. Was hat das denn mit den Bodenbrettern da auf sich? Wenn man sich hier draufstellt, fühlt es sich an wie. Ja, wie? Irgendwie, als würde man beim Arzt auf einer dieser mechanischen Wagen stehen. Alles rutscht leicht hin und her. Der Boden gibt etwas nach, wenn man sich draufstellt. Könnte es wirklich eine Waage sein?
Wie passt das zu der Geheimtür? Boah, mein Gott, es ist voll unheimlich, wenn das Licht hier ausgeht, ey. Aha, ich wusste es doch. Ja, ich... Wenn es wirklich eine Waage ist, dann könnte sie Fullers Gewicht messen, während er eine Geheimnummer in dieses Ziffernfeld eingibt. Nur wenn beides stimmt, öffnet sich die Tür. Wäre auf jeden Fall ziemlich geschickt. Und für mich ist es ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie schwer Fuller ist. Das muss ich herausbekommen, wenn es hier weitergehen soll. Toll. Wenn wäre auf jeden Fall, das muss ich herausbekommen. Da oben haben wir bestimmt nichts, was uns irgendwie helfen könnte, oder? Ich muss mal ins Tagebuch schauen. Okay. Taran hat die Antworten für sich im Geheimtür. Okay, Plakat öffnen. Die Bilder stammen aus einer kleinen Welt. Hat Fuller nicht auch mal eine Weltreise gemacht? Was waren denn? Okay, die haben wir auch. Oh Gott. Upsala. Ach. Mensch. Haben wir auch erledigt, haben wir erledigt, haben wir erledigt. Das werden wir noch machen. Ja. Ach, wo kriege ich das denn her? Wahrscheinlich irgendwie aus dem Leichenschauhaus, würde ich jetzt mal behaupten. Ach ja, Rebecca, das haben wir schon. Oder ist es Schweigegeld? Aber meine Mutter verstrickt in irgendwelche dunklen Machenschaften? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich könnte mir wirklich nur vorstellen, dass wir das im Krankenhaus irgendwie rauskriegen. Oder vielleicht noch auf der Polizei. Das geht, würde auch gehen. Na gut, das Problem ist jetzt. Hey! Ich hab noch was vergessen. Okay, wir kommen rein. Darauf verzichte ich lieber, wer immer das war. Tja, alles recht sauber hier. Aber letztendlich macht ein toter Mensch ja auch weniger Dreck als ein lebender. Naja, zumindest, wenn man ihn nicht aufschneidet. Okay, da kann ich nichts draus lesen. Genau so eine Bahre steht auch draußen auf dem Flur. Ich denke, sie ist für den Transport von Toten gedacht. Der obere Teil lässt sich abnehmen. Eine Bahre aus Metall. Vermutlich wird dazu eigentlich... Genau so eine Bahre... Vielleicht bei der Schwester? Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit. Okay. Dann könnte ich nur eine Polizeistation. Waage. Also gut, ich nehme das schwere Ding mit. Genau, und dann stellen wir Fuller da drauf. Also das, Hey! Ich habe noch was vergessen. Genau. Und das müssen wir jetzt da drunter schieben? Ich sollte erstmal die Wache ablenken. Das Gepolter wäre schon sehr auffällig. Vielleicht mit dem Trinken hier? Der Typ würde sie bestimmt annehmen. Aber warum sollte ich ihm den Gefallen tun? Dann hängt er hier weiter rum und trinkt seine Soda. Ich würde mir Apfelmittel geben, aber... Eine gute Idee. Aber wie bekomme ich das Apfel... Das Apfelmittel in den Deck... Ja, wie bekomme ich das Apfelmittel...
Ich habe keinen Durst. Ich habe keinen Durst. Ich weiß nicht, wie ich das... Ach. Wie könnte man das machen? Wie könnte ich das da reinkriegen? Eine Flasche kohlensäurehaltiges. Bin die ganze Zeit Brotkrümel irgendwie, aber das würde ja auch nichts bringen. Ich krieg die da nicht rein. Vielleicht irgendwie zu Hause nochmal gucken. Und da nochmal irgendwie was, nur die Kopfhörer, die Spüle. Es gibt hier tatsächlich. Okay, Schreibtisch. Ich muss gerade nicht. Niemanden anrufen, okay. Wer könnte denn... Vielleicht der Alte? Upsala, was hat denn jetzt geknallt? Was ist das denn die ganze Zeit? Ey, hier ist irgendetwas, was die ganze Zeit so scheppert. Ach so. Ich möchte gerade nicht mit ihm. Ja, aber wir brauchen Hilfe, Mensch. Wir brauchen Hilfe. Jetzt mal ohne Scheiß, ich brauche wirklich Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht ist da noch irgendwas. Toll, der Laden hat... Nee, doch auch nicht. Ich dachte, er hätte zu. Hier ist nichts, 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 nichts. Hallo, Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie diesen Mann? Hat er was mit dem Mord an Fuller zu tun? Natürlich, das sieht man doch gleich. Eine richtige Verbrechervisage. Kennen Sie ihn oder nicht? Nie gesehen. Dann nicht. Haben Sie schon gehört, was mit Fuller passiert ist? Ist das nicht großartig? Juhu? Endlich ist hier mal was los. Ein blutiger Mord in der Nacht, eine verdächtige Ausländerin. Wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt. Vielleicht wurde die verdächtige Ausländerin unschuldig verhaftet. Oh ja, und der Killer ist noch auf freiem Fuß und mordet weiter. Oh ja, zum Beispiel eine Souvenirshop-Angestellte. Das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze. Was können Sie mir über das Hotel, ein Stück die Küste runter, sagen? Das Wild Coast? Gehört einer alteingesessenen Familie hier. Steht schon fast 100 Jahre dort. Ein gut geführtes Haus. Läuft nicht schlecht, wie man hört. Etwas langweilig. Keine Skandale? Der Chef kommt wohl mit seinem Sohn nicht gut klar. Der treibt sich in Portland rum, ist eine Art Musiker. Aber genaues weiß ich nicht. Und sonst? Ab und zu findet da angeblich auch illegales Glücksspiel statt. Die Polizei drückt aber ein Auge zu. Warum tut sie das? Was weiß nicht. Wahrscheinlich pokert der Inspektor selbst mit. Danke. Ja, ja. Ich habe mal gerade überlegt, habe ich nicht, ich könnte ja auch eigentlich mal den Wachmann mal fragen, ob er überhaupt was trinken möchte. Wäre ja auch mal eine Idee. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Entschuldigung. Was ist jetzt schon wieder? Sind Sie ganz alleine hier? Ich meine, wer hält denn diese strategisch wichtige Position, wenn Sie mal aufs Klo müssen? Ich kann hier nicht einfach weg. Nur alle paar Stunden mal und dann mache ich den Laden dicht. Was glaubst du denn? Und Sie können nicht einmal zwischendurch eine Zigarette rauchen? Nope. Hab aber eh aufgehört. Viel schlimmer ist, dass ich nichts zu saufen hab. Sie trinken Alkohol während der Arbeit? Natürlich nicht. Eine Limo oder sowas meine ich. Ich habe meine Flasche heute im Auto vergessen. Und bis zur ersten Pause ist es noch hin. Und jetzt habe ich Brand. Das Leben ist hart.
Soll ich hier vielleicht so lange warten, bis Sie Ihre Limo geholt haben? Das könnte dir so passen. Entschuldigung. Was? Wegen denn? Ihrer Limo. Ja, ja. Ich hab sie im Auto gelassen und bin ein Idiot. Schon kapiert. Eigentlich. Lass mich in Ruhe. So, können wir die jetzt endlich aufmachen? Eine gute Idee. Aber ich hab keinen Durst. Ich hab keinen Durst. Der Typ würde sie bestimmt annehmen. Aber warum sollte ich ihm den Gefallen tun? Dann hängt er hier weiter rum und trinkt seine Soda. Wie, was soll ich denn sonst machen, bitte? Eine gute Idee. Aber wie bekomme ich das Abführmittel in die Flasche, ohne den Deckel zu beschädigen? Wie bekommt man das? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ja. Wahrscheinlich ist das wieder so blöde einfach. Dass man wieder nicht drauf kommt. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Das Wetter dürfte Ihren Gästen gar nicht schmecken. Naja, viel ist sowieso gerade nicht los. Der Wetterumschwung war ja angekündigt. Und ehrlich gesagt bin ich momentan auch ganz froh darüber, dass nicht viele Gäste im Haus sind. Sie wissen schon, wegen der Angelegenheit. Was glauben Sie, wer Fuller ermordet hat? Naja, die Polizei hat ja schon eine Verdächtige. Das ist doch Blödsinn. Sie war es nicht. Das hoffe ich auch. Und wenn doch, wird hoffentlich verschwiegen, wo sie gewohnt hat. Ach, das ist alles, worüber Sie sich Sorgen machen? Na, hören Sie mal. Das Wohlergehen meiner Familie hängt von diesem Hotel ab. Wissen Sie, was die Schule meiner Tochter in der Schweiz kostet? Da sitzt eine Unschuldige im Gefängnis. Das interessiert mich deutlich mehr als die Schulgebühren Ihrer Tochter. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Aber wenn Miss Morgan unschuldig ist, wovon wir alle ausgehen möchten, dann wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Ich werde sie ans Licht zerren, koste es, was es wolle. War dieser Typ von gestern noch mal hier? Sie meinen den, der nach Miss Morgan gefragt hat? Ja, ich habe ihn einmal durchs Fenster gesehen. Er ging in Richtung Stadt. Woher kam er? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo vom Strand, würde ich sagen. Halten Sie bitte die Augen auf. Ich glaube, dass er in die Sache verstrickt ist. In den Mord? Natürlich. Er hat Miss Morgan verfolgt und ihr dann den Mord in die Schuhe geschoben. Was ist hier nur los? Was für Gestalten laufen heutzutage durch unser schönes Biddeford? Wissen Sie, dass Miss Morgan verhaftet wurde? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sie wissen es also. Schauen Sie, Darren. Dies ist ein Familienhotel. Ich verstehe. Kann ich mich mal in Miss Morgans Zimmer umsehen? Auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn mir sonst gegenüber der Presse etwas herausrutschen könnte? Ich lasse mich nicht erpressen. Und außerdem, die Zeitung gehört meinem Schwager. Oh, schön für Sie. Hat die Polizei Miss Morgans Zimmer versiegelt? Sie waren gleich heute Morgen da, haben mich aus dem Bett geklingelt. Ich befürchtete schon, Sie würden das ganze Zimmer auseinandernehmen, Fotos machen und Fingerabdrücke nehmen. Sie wissen schon, wie im Film. Aber das taten Sie nicht. Der Inspektor sah sich im Zimmer um. Er hat sich einige Notizen gemacht und gesagt, dass nichts im Zimmer angefasst werden dürfe. Aber nach 10 Minuten war er wieder fort, ohne etwas mitgenommen zu haben. Kommen die noch mal wieder? Das weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte der Inspektor etwas Bestimmtes gesucht. Er wollte sich wohl nur einmal umsehen. Also könnten sich im Zimmer durchaus noch Hinweise verstecken. Ich muss mich da umsehen. Und ich werde gründlicher sein als der Inspektor. Ich habe die Karte und die Blumen gesehen, die Sie meiner Mutter geschickt haben. Oh, das war doch selbstverständlich. Wie ich höre, geht es ihr noch nicht besser. In diesem Ort scheint nicht viel privat zu bleiben. Naja, meine Frau ist mit der Frau des Doktors befreundet. Man macht sich ja schließlich Sorgen. Lassen Sie es mich wissen, wenn es meiner Mutter besser geht. Wie bitte? So, wie kriege ich den Herrn jetzt hier weg? An der Tür hängt ein Schild. Privat. Hier liegen einige Magazine. Der Portier wird mich kaum dort hinauflassen.
Der Portier wird mich... Ja, aber ich muss doch irgendwie hier rein. Lass mich mal rausgehen. Ohne guten Grund möchte ich da nicht runterklettern. Okay, also haben wir denn hier irgendetwas, was du... Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an meinen Lieblings... Ich steige da... Doch, durchs Fenster? Ehrlich jetzt? Wie geil. Nee. Steht nur noch ein Wagen hier. Ah, Mann. Geheimtür öffnen. Die Wache muss weg. Solange die Krankenschwester direkt den Blick zur Leichenhalle sitzt, komme ich nicht mal an die Nähe der Tür. Ich muss da irgendwie rein. Habe ich erledigt. Die Wache muss doch bestimmt mal auf Toilette. Muss sie ja leider nicht. Das ist ja das Problem. Ich habe ja sonst wirklich nichts, ne? Können wir mit dem Inspektor reden? Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss richtig überlegen. Fuller hatte Dreck am Stecken. Wussten Sie das? Würde mich nicht wundern. Wissen Sie genaueres? Ich glaube, er hat Leute erpresst. So? Das ist eine schwere Anschuldigung. Ich habe keine Beweise, aber die besorge ich mir. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie sollten mir bei meinen Untersuchungen lieber nicht in die Quere kommen. Werde ich nicht. Ich suche an den richtigen Stellen. Sie glauben wirklich, dass Angelina Fuller ermordet hat? Das hat mit Glauben nicht mehr viel zu tun. Wir haben sie blutverschmiert mit der Tatwaffe in der Hand, über dem Toten stehend überrascht. Warum waren sie überhaupt dort? Du meinst mitten in der Nacht? Nun, wir haben einen Tipp bekommen. Einen... Und das... Das finden Sie nicht verdächtig? Schon. Das ist der Grund, warum ich Ihren geheimnisvollen Unbekannten finden will. Meinen Sie, er ist der Tippgeber? Möglich. Es war ein anonymer Anrufer, der von einem Einbruch bei Fuller gesprochen hat. Sollte der Unbekannte wirklich Miss Morgan beobachtet haben, hat er vielleicht gesehen, wie sie in den Fotoladen eingestiegen ist und hat uns verständigt. Oder er hat ihr eine Falle gestellt. Tja, wir können nur spekulieren, bis wir den Zeugen ausfindig gemacht haben. Wissen Sie, dass meine Mutter gestern auch fast gestorben wäre? Nein, das wusste ich nicht. Was ist passiert? Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Oh, das tut mir aber leid. Wünschen Sie ihr von mir gute Besserung. Finden Sie es nicht seltsam, dass dieser Engländer hier auftaucht und am nächsten Tag haben wir eine Leiche und eine Schwerverletzte? Wollen Sie damit andeuten, Ihr Unfall war kein Unfall? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten kein Phantomverbrechen nachjagen, Darren. Wir haben ein sehr reales Verbrechen aufzuklären. Haben Sie Angelinas Verfolger schon gefunden? Nein, noch nicht. Sprechen Sie mit Sergeant Kinney. Sie leitet die Suche. In Ordnung. Ich bin überzeugt, dieser Engländer hat Angelina eine Falle gestellt. Wenn Sie meinen. Was spricht gegen die Theorie? Dasselbe, das gegen die Theorie spricht, Fuller wurde das Opfer von Vampiren. Es ist sehr unglaubwürdig. Welche Gründe hätte der Engländer, Fuller zu ermorden und die Tat Miss Morgan anzuhängen? Genau das werde ich herausbekommen. Wenn Sie meinen? Wenn Sie meinen? Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen einen Erpresserbrief von Fuller zeige? Ich würde sagen, dass Sie sich trotz meiner Warnungen nicht aus der Sache herausgehalten haben. Und wenn ich den Brief in einer öffentlichen Mülltonne gefunden hätte? Dann würde ich fragen, ob Sie Beweise haben, dass der Brief von Fuller ist. Ein Brief in einer Mülltonne kann von jedem stammen. Und dass ausgerechnet Sie ihn gefunden haben, spricht auch nicht gerade für seine Echtheit.
Also gut. Dann habe ich eben keinen Erpresserbrief gefunden. Ich muss in diesen Geheimraum kommen. Dort wird es Beweise geben, dass Fuller Mrs. Biber erpresst hat. Wurde Fullers Haus gründlich durchsucht? So gründlich, wie es nötig war. Das heißt? Wir haben einen Mord und eine Tatverdächtige, die praktisch auf frischer Tat ertappt wurde. Wir haben also den Tatort fotografiert und die Spurensicherung hat alles dokumentiert. Haben Sie den Keller durchsucht? Nur flüchtig. Das habe ich mir gedacht. Oh mein Gott, die Polizistin hat die Stimme von Morrigan. Dragon Age. Und auch dieselbe Stimme von Once Upon a Time. Hier die Emma. Von der Emma, genau. Kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles schon gegeben. Und wer sagt denn, dass sie Fuller nicht kannte? Vielleicht hatte sie ein verdammt gutes Motiv. Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Klick. Wie geht es, Angelina? Naja, sie ist geschockt, verängstigt. Nachvollziehbar. Sie ist Studentin aus England, kommt hierher und wird für einen Mord an jemandem verurteilt, den sie kaum kannte. Die Sachlage ist recht eindeutig. Und trotzdem falsch. Es war jemand anderes. Wir werden allen entsprechenden Hinweisen nachgehen. Bis dahin hat Ihre Freundin ein Problem. Haben Sie den Typen vom Phantombild schon gefunden? Nein, noch nicht. Aber das Phantombild hängt aus. Es wird nicht allzu lange dauern, sofern er noch in der Stadt ist. Wenn er der Killer ist, wird er spätestens jetzt die Flucht ergreifen. Er ist ein Zeuge, bestenfalls. Okay, ich finde ja hier anscheinend auch nichts mehr irgendwie. Ich gehe jetzt auf den Hauptplatz. Und dann muss ich mal gucken. Ich weiß nicht. Naja gut, Leute, ich muss auch erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal.